Lebst du noch? Ja, natürlich. Ja, du bist so still heute. Ja, ich versuche nicht zu sterben. Wenn du mich brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, noch bin ich ja hier in dem Ding da. Ich meine ja auch danach. Ja, mache ich. Ach so. So, das war's. Und überlebt? Ja. Das ist gut. Könntest mich theoretisch wieder einladen. Aber nur theoretisch. Nur theoretisch. Wieder was abgeschlossen. Und Hauke Herrenhaus schwer. Juhu. Ja. Wenn was ist, schrei. Yep. Derer wirk. So schlimm? So schlimm die Inni auf schwer. Jo. Herrenhaus allgemein. Also so schlimm fand ich Herrenhaus gar nicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja gut, das. Ich bin leider sehr selten bisher nur drin gewesen. Was ich richtig schlimm fand, war, warte mal, wie heißt die Kack? Die Kack vor allem. Palast des Wanderers war scheiße. Der Das war ein schön. Palast des Wanderers ist das Schlimmste für mich, ey. Da krieg ich einen Rappel. Wenn du so viele Schutzlevels hast, lernst du viel zu hassen. Also, was ich. Zumindest, also für den Anfang immer wieder scheiße finde ich diese Sastascha-Höhle und die Kupferglockenmine. Die finde ich einfach so elendig Ich bin hier scheiße. bei der Ini. Okay, ich eile zu dir. Jo. Gib mir mal bitte deine Koordinaten. Ich glaube, du bist im Südwald immer noch, aber. Ja, warte. Ja. Ach, da bist du. Okay, ja gut. Ich lade uns einfach mal ein.
brauche ich ja nicht mit hin. Also ich gehe mit rein, aber, ne? Tausend Löcher. Achso, warte, ich muss einmal mit meinem Pfeiler. Das Richtige, ne? Ja. Juhu! Besonders wenn du mit 70 plus in der Stufensteigerung das Tasche und Herrenhaus kriegst. Also das Sascha finde ich einfach nur schrecklich. Alles wartet auf Kaya. Gar nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Ah, nee. Jetzt auch noch auf die andere. Du bist Dingens. Oh, jetzt geht wieder hier die Aufregung pur los. Also für mich. Ja, ich und Teilen, ey. Ich habe immer Angst, dass der Tank halt zu viele pullt. Oder wie man das nennt. Gesundheit. Ja, danke. Und dass ich halt nicht rechtzeitig mit dem Heilen hinterherkomme. Das ist das Schlimmste für mich. Wenn ich zu langsam bin. Aber alles gut. Oder mich einmal verklicke. Das passiert mir nämlich auch gerne. Dass ich mich verklicke. Muss ein Tank an. Ja. Wie kann ich mich an diese Ende kaum erinnern? Bis jetzt ist es ja ganz entspannt. Bisher. Gibt zwar gerade schon wieder was, was ich nicht verstehe, aber ich verstehe so vieles nicht in dem Spiel. Desto öfter du das machst, desto einfacher ist es. Ja, ich habe zwei Zauber. Die habe ich vorhin auch eingesetzt und jetzt auf einmal steht, das Kommando wurde noch nicht erlernt. Das ist irgendwie eigenartig. Ach so. Ja, du hast, wenn du in eine Innie gehst, wo du unter dem Level bist, du bist ja eigentlich Level 31, du wurdest jetzt aber zurückgesetzt. Ach, da, ja, Und stimmt. Okay, alles klar. deswegen Ja, kannst du okay. manche Sachen nicht benutzen. Ja, gut, macht Sinn, klar.
Weil ansonsten hättest du ja zum Beispiel die super starken Fähigkeiten in einer Inni für. Ja, gut, eigentlich war es so ein Schutzschild. 27. Oh Gott. Oh. Okay, und trotzdem noch halt. Mir graust schon davor, wenn ich mit dir in meine Hass-Indies gehe. Hm. Ich sag nur mit Gastorma. So, ich dachte, du meinst Castrum. Du, Castrum ist einfach. Castrum ist nicht schwer. Es ist einfach nur langatmig. Ja, gut. Aber es gibt Indies für mich, die sind einfach nur scheiße. Wie Haus des Sees. Doch, Haus des Sees ist was, glaube ich, mit Gastorma. Ich finde es schrecklich. Und irgendeine andere hast ihn ja die auch noch. Auf jeden Fall Palast des Wanderers. Oft schwer. Und das andere weiß ich gerade gar nicht. Okay. Das war so grausam, dass ich schon wieder vergessen habe. Ja. Kannst du mal sehen. Gut, und gegen den ein oder anderen Prima kämpfe ich gerne. Leviathan. Und Titan zum Beispiel auch nicht. Ifrit ist einfach. Wenn man nicht mit Anfängern spielt. Die einen dreimal umbringen. Ja, wegen dem blöden Fessel. Ja. Kannst du immer wiederholen. Wer mag schon Fessel? Kann man sich halt einfach nicht bewegen. Das stimmt. Ich noch mal zaubern. Ich finde diese Indie halt einfach sehr verwirrend. Ja. Weiß nicht. Ich glaube, das wäre eine Indie, wo ich nicht vorlaufen könnte. Die wissen scheinbar, wo es lang geht. Ja. Macht zumindest den Eindruck. Das ist auch gut. Weil ich wüsste es nicht. Ich
Gymnastpudding auch nicht schlecht. Ja, ah. Ich habe irgendwie Bock auf Final Fantasy 12. Aber das kann ich oben nicht spielen. Oben kann ich nur 10 spielen. Oh Mann. Ja, weil ich halt... Na doch, ich habe die PS2 oben. Also eine der PS2, PS2. Aber sie ist nie eingesteckt. Ich habe jetzt so später Stunde keine Lust, die eine PS2 da einzustecken. Ja. Oh Gott. Was denn? Du hast mich erschreckt. Mit deinem Keuchhusten da. Ja, nun. Alter Mann. Das ist halt Vogelgrippe, da kann ich auch nichts mehr. Das ist Vogelgrippe. Oma, Vogelgrippe gibt's doch gar nicht. Gibt's schon. Ja, natürlich. Aber ich bin der Vogelgrippenleugner. Ach so. Ja gut, das ist natürlich was anderes. Dann sehe ich es ein. Das könnte ich sogar gebrauchen. Ich kann mal was von der Ausrüstung gebrauchen. Ich muss da einmal gegen ankämpfen. Und am besten schnell, weil ich muss heilen. Aber es sind nur Milben. Keine Spinnen. Aber Milben sind schon schlimm genug. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier haben sie auf Spinnen verzichtet bisher. Ich habe einfach nicht drauf geachtet.
Ach, das ist dieser komische, ekelhafte Schleim. Oh, oh, oh. Seh mich. Da freue ich mich immer, worauf die Leute warten. Ich müssen wir so oder so. Was? Was? Ich kann kein Englisch, ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Von uns. Ich weiß nicht, was er mit Lobeo oder Lobmann, keine Ahnung. Das, keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Ich weiß nicht, was er damit meint, das ist... Ja, und? Ich kann trotzdem kein Englisch. Auch wenn Lob einfach nur... Luft sein soll. Sowas wie, wie ein Schild habe ich tatsächlich nicht. Wenn ich irgendwas damit zu tun haben soll. Nee, leider nicht helfen. Na, ich bin jetzt, alles gut. Ich kann dir da jetzt gerade leider nicht helfen. Da komme ich schon irgendwie durch. Ich muss mich hier auf die Zeilen konzentrieren. Tür zur Folterkammer öffnen. Wir sind gleich in der Folterkammer. Oha. Gut, ne? Weiß nicht. Nicht? Nee. So eine Folterkammer ist sowas Feines. Meinst du? Ja, ja, klar. Saskia, vielen lieben Dank für dein Raid. Ich hoffe, es geht dir gut. Einen wunderschönen Abend an dich und die Leute, die mitgekommen sind. Was habt ihr denn gezockt? Okay, ich kann gerade nicht heilen. Jetzt. Aber schon geheilt. Geheizelt. Und wie gefällt dir diese Inni? Naja. Immer noch entspannt oder eher weniger? Ja, das schon. Jetzt heil doch mal. Ich verstehe manchmal diese Logik, warum da heile dich halt. Was ist das?
Alter. Nervengieße pur. Also ich weiß, bei welchen Inis ich niemals Heiler spielen würde. Gibt da so zwei, drei Kandidaten. Ja, ich glaube, da wäre ich einfach nur überfordert. Bei diesen kleinen Sachen geht das ja bis noch. Das Ende. Das ist das Ende. Okay. Von dieser wunderbaren, faszinierenden Inni. Gibt's irgendwas zu beachten? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mich leider nicht dran erinnern. Das ist, glaube ich, die eine der Innis, die ich am wenigsten gemacht habe. Ich habe sie, ja gut, einmal muss ich sie gemacht haben. Ich glaube, dann nur ein oder zwei Mal. Okay. Ich weiß ja nicht ganz genau, was zu beachten ist. Frag mich nur, was. Warum. Naja. Er mag wohl einer Videosequenz. Ah, jetzt. Oh Gott. Langer. Also. Oh. Komm schon. Pfeile. Pfeile, Pfeile. Das ist nicht gut. Okay. Aus der giftigen Pampe. Gut, du stehst eh nicht drin. Das ist schon mal. Wir haben es geschafft. Oh, sehr gut. Jo, das ging doch. Ging sogar von der Zeit her. Keine 30 Minuten.
Der Kaya sagt nichts mehr. Nö, ich. So. Niemand sieht hoch. Wo turntest du noch mal rum? Genau davor quasi. Ja. Ja, ich muss es immer wieder Dings zu diesem Typ da Bericht erstatten, also. Ja, zu welchem? Ich schicke dir. Ich brauche nur die Ortschaft. Ah, okay. Ja, wenn ich die Ortschaft habe, dann geht das. Ich muss nur einmal hinfliegen. Ich eile geschwind. Jo. Ja, gar nicht mal so verkehrt. Müsste mich schon angeflogen hören. Ich bin noch drinne. Mit Pauken und Trompeten. Mal sehen, ob du mich findest. So, ich soll rauskommen. Ja, vielleicht. Ja, es ist nicht ganz so schwierig. Wenn du da so liegst. Ich bin tot. Kann ich nicht wiederbeleben. Nee, ich bin auch gar nicht tot. Ich weiß. Ich weiß. Wieder rumglitzern. Ja. Gut, oder? Ja, auf Ich jeden Fall. glitze und funke wie so ein kleiner Stern. Ja, das tust du. Gut, ne? Das tust du. Jo. Ich gehe jetzt aber ins Bettchen. Komm schon, 5 Minuten noch. Nein, nein. Deine Mama merkt es nicht. Sein Hund. Ja, klar. Na komm schon. Na jen. Da doch. Du kriegst einen Keks. Ich möchte keinen Keks. Warte. Ich bedrohe dich. Ja, super. So, jetzt hast du keine Wahl mehr. Doch. Na? Warte mal. Krieg ich es hin, das? Oh, nee, das krieg ich leider nicht. Okay, warte. Der einen Perspektive sieht das immer so aus, als wenn das Schwert genau an der richtigen Stelle wäre, aber. Okay, ich. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Das war ich nicht. Oh Mann. Hey! Was denn? Bleiben Sie stehen! Ich will Sie aufschlitzen! Ich bin der Doktor! Das ist im Sitzen besser. Aber wie ich angetapert komme, ey! Wie ein Samurai. Bin ich auch! Okay, wie ein echter Samurai meine ich natürlich. Bin ich auch! Okay, ich meine, ja, egal. Wir haben keine Wahl. Nein. Niemals. Na, selbstverständlich. Oh Gott, ich will die ganzen Fähigkeiten ausprobieren, weil sie glitzern und funkeln und. Ah.
Kannst dich ganz damit beschäftigen, ne? Wie meine Katze da sitzt. Voll auf dem Tisch, ey. Dein Morbol aber auch. Vor ja, der ist halt. Vor allem dieser Schleimtropf, der da aus seinem Maul hängt. Ja, nun, es ist halt ein Morbol. Aber nicht, dass man uns einschläfert, vergiftet und uns dann mit einem Schlag tötet. Ich hoffe nicht. Jetzt hat er sich einfach verkrümelt, ey. Ja, der kleine Schlawiner. Ja. So, okay, ich logge mich mit deinen Daten ein und dann... Mach mal. Ja, die finde ich in 300 Jahren bestimmt heraus. Bestimmt, aber nicht viel eher. Doch, bestimmt. Meinst du? Ja, doch. Ach Mann. Ja, doch, ich glaube schon. Ich denke. Du bist also felsenfest davon überzeugt? Nein. Ach so. Nee, dann doch nicht. Ach, mach ich noch eine Inni? Machst du bestimmt noch. Kenn ich doch. Das macht's nicht besser. Nicht? Nee. Also eigentlich müsste ich noch eine machen. Eigentlich müsste ich alle machen. Aber ich bin gerade so zwiegespalten. Ach ja. Ach ja. Nicht so einfach hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß und für später eine gute Nacht. Ja. Mach nicht mehr so lange. Ich lange nie. Niemals. Ja, nein, natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Ich würde niemals darüber nachdenken, länger als 10, 12 oder 24 Stunden zu machen. Da bin ich ja beruhigt. Echt? Ich nicht. Eigentlich nicht, nein. Und versuch mir morgen mal das mit der dicken Katze auszureden. Okay, versuche ich morgen. Wirst du nicht. Doch, ich kann's versuchen. Gut. Alles klärchen. Na, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja, das dauert noch. Okay, wir schreiben. Ja. Ciao. Ciao. So, gut. Dann würde ich erst mal sagen, machen wir ein bisschen Hauptstory noch. Vielleicht auch nicht mehr so lange. Warte mal. Nimm das hier. Wir nehmen das Viech hier, das immer auftaucht. Und reisen einmal zu Matoyas Höhle. Vielleicht machen wir nebenbei auch nochmal die Suche der Windätherquellen hier. Ich krieg ja schon einen Rappel, dass ich hier nicht fliegen kann. Das geht mir auf den Nerv. Wo muss ich denn da ganz schön hin? Das ist nasse Füße. Da hinten muss ich auf jeden Fall hin. Wenn wir Richtung Süden reiten, kriegen wir irgendwann auch die Vendetta-Quelle. Immer noch Süden? Ja. Perfekt. Das ist echt eine leidige Suche. Ich vermute mal, dass wir jetzt da irgendwie hoch müssen. Ich hoffe einfach. Südost. Hallo, großer Morbol. Da ist die Windätherquelle. Heuer vor einem Speich hier hinten. Also, einmal der Auftrag oder einmal hier die Quelle. Wie viel brauchen wir noch? Oh, ganze Menge. Oh, drei Stück.
Könnte man dann auch nochmal. Stachchen. Okay, das wäre dann einmal nach da hinten. Das würde ich dann natürlich schon einmal abgeben. Wo wir weiter reisen. Weil die Windätherquellen sind essentiell wichtig. Desto schneller wir alle zusammenkriegen, desto schneller kann ich fliegen. Da können wir fliegen, besser gesagt. Ich hab's damit echt so ein kleines bisschen eilig. Und jetzt stelle man sich mal vor, man müsste fürs Reiten wie auch fürs Fliegen die Dinger sammeln. Quelle. Und wie viele Quests für die Windätherquellen haben wir? Eine. Das heißt, die anderen müssen wir noch finden. Mal gucken. Noch. Nach Süden müssen wir noch eine ganze Weile. Okay, da kann jemand nicht rüber. Glaube ich. Da kann ich doch Missy eigentlich. Ja. Da hinten ist auf jeden Fall ein Dungeon. Möchte ich wissen, was mich da drin dann später erwartet? Ich glaube nicht. Lass mich. Das ist auf jeden Fall weiter unten. Ja gut, wir kommen auch nicht höher. Oh Gott. Oh, schöne Höhle.